Hallo und willkommen zurück bei Atelier Aisha. Wir haben endlich Marion aufgesucht, die ja eine Tour durch die Ruinen mit uns machen will. Ja, und jetzt sind wir hier bei den Ruinen und gerade angekommen und wollen wir mal ein bisschen sammeln und Monster jagen. Aber hier gibt es alles nur Mist. Will ich vielleicht gar nicht sammeln. Vielleicht gibt es hier oben bessere Sachen. Looks like we get the first move. Ja, da greife ich jetzt ganz normal an. Ich muss ein bisschen Bomben sparen. Und gefährlich sind diese Gegner ja nicht. Wow, zwei Schaden. And there you go. That was a nice exercise. Boah, der Würfel lohnt sich schon. Was wir jetzt alles abgreifen. Holzkohle, super, ich freue mich über Holzkohle. Gehört für mich schon zu den wertvollen Zutaten. Auch bei den früheren Teilen habe ich gerne Holzkohle registriert im Shop. Kommt man super für viele Sachen einsetzen. Ja, vier Monster und wir haben insgesamt einen Schaden bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es an diesem Sammelpunkt was anderes gibt. Nee, auch nur Mist. Das hat sich gar nicht gelohnt, hier zu sammeln. Und kostet ja mal direkt einen halben Tag. Looks like we get the first move. Ja, hält dich ruhig, nützt ja auch nichts.
Ja, verglichen mit den Ruinen in Riesengang ist das ja hier echt harmlos. Genau, ich wollte mal eben ins Notizbuch gucken, ob wir hier auch noch Sammelauftrag haben. Wir müssen durch den Korridor gehen. Marion mitnehmen, alles klar. Ah, und Riesengang müssen wir doch noch absuchen nachher. Kriegen wir eine Belohnung. Da hätte ich schon längst machen können, aber ich wollte ja erst die Monster besiegen. Und dann war es zu spät. Ein Riesengang. Ich achte jetzt schon gar nicht mehr drauf, welches Vieh ich angreife. Einfach X drücken und Quadrat und dann passt das schon. Nee, ich will nicht sammeln. Hier gibt's nur Mist. So, das müsste dann der Korridor sein hier. Das ist wirklich erstaunlich, dass die Pflanzen hier direkt aus den Steinen rauszuwachsen scheinen. Und das könnte an so einem Kristall liegen, der unter den Ruinen irgendwo verborgen liegt. Ja, diese fiesen Obsthamster überall. Was meinen die jetzt mit Pick Herb Garden? Naja, suchen wir hier mal. Okay, hier müssen wir tatsächlich sammeln und wahrscheinlich auch kämpfen. Looks like we get the first move. And yeah! I'll go from this side. Take that! Not paying attention? This is it! Hiya! There! Heilen finde ich super, dann machst du wenigstens keinen Schaden.
feels like my... Huch. Okay, I think we have the advantage. You're too slow. Jo, dann sammeln wir hier auch mal auf. Geheimgänge wird es ja hier wohl nicht geben, was? Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier alles und können jetzt hier rein. Tja, Grab oder Gedenkstätte. Halt für unsere Schwester Neo. Marion kann uns auch nur eine Sache erzählen. Sie hat keine Ahnung, was hier vor sich geht. Okay. Linka fürchtet, dass sie schwächer wird, wenn sie hier in dieser Gegend lebt, weil die Monster hier so schwach sind. Ah, und demnächst können wir die in Vierzeberg treffen. Da hat sie ein Büro gemietet. Und wird dann einen neuen Auftrag für uns haben. Kann sie uns jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber wenn wir wieder in Vierzeberg sind. In einem Monat dann oder so. Gut, was haben wir noch an offenen Aufträgen? Aber wir müssen den Herbgarten doch noch weiter untersuchen. Gibt es hier auch noch Pflanzstellen?
Nee. Hier kann man auch nichts machen, ne? Neo taucht nicht mehr auf. Wo geht's hier raus? Jetzt nur zur World Map. Hier. Ja, dann muss ich hier doch noch weiter sammeln. Alles Sachen sammeln, die ich nicht gebrauchen kann. Halt. Erstmal mit Regina reden. Bringt nichts. So, sonst noch offene Aufträge. Ja, Riesengang untersuchen ist klar. Die anderen Sachen kennen wir auch noch. Okay. Ja, da wollen wir nicht hin. Ich gucke jetzt noch mal, ob man hier noch... Wollen wir einmal kurz nach Hause gucken, wenn wir schon da sind. Ob das Haus noch steht. Oh, wir haben letztes Mal vergessen, als wir gegangen sind, den Kessel auszumachen. Okay. Und damit können wir dann Farbe herstellen. Mit der Farbe können wir die Kleidung verbessern, die wir tragen. Marion mochte ja die Obsthamster und dementsprechend mag sie süße Dinge. Also niedliche Dinge, genau wie wir ja auch niedliche Dinge mögen. Tja, wie können wir ihr denn einen Fruchthamster als Geschenk bereiten? Das weiß ich noch nicht so genau. Naja, ziehen wir mal weiter. Ah ne, sammeln will ich auf keinen Fall was. Geht auch, glaube ich, gar nicht mehr. So, da gibt es schlammiges Wasser, was ich nicht gebrauchen kann. Da gibt es noch was Unbekanntes. Deshalb würde ich da gern noch mal hingehen. Also das brauche ich ja alles nicht. Und das weiß ich noch nicht, ob ich da noch mal hingehe. Aber hier.
reizt mich. Okay, I think we have the advantage. I'll go from this side. Huch! Ja, der sieht, glaube ich, schlimmer aus, als er ist. Ich denke, wir haben die Advantage. Ich nehme trotzdem mal. Soll ich mal so eine Eisbombe nehmen? Alles klar. Erstmal die Viecher hier besiegen. Okay, I think we have the advantage. Okay, I'll be moving. Oha, da sind aber noch viele Gegner. Oha. Das ist ja eine Aufgabe. Müssen wir hier alles absammeln? Und dann müssen wir die anderen Punkte da auch noch. Das besteht aus drei Gebieten, dieses Dry Valley. Okay, hier haben wir jetzt alles. Das kostet so viel Zeit, hier das Sammeln. Ooh, looks like we get the first move. Okay, I'll be moving.
Aha, das tut weh. And there you go. That was a nice exercise. Looks like we get the first move. Nee, ist mir zu riskant. Und so stark sind die ja auch nicht. You're too slow. There's no kind of trick whatsoever. It's just a simple pumpkin bomb. So, einmal Heilung. Und dann den nächsten. Okay, I think we have the advantage. And okay, I'll be moving. So, ein Gegner muss hier noch sein. Ach, guck mal, was da liegt. Tja, irgendwie sind die schwierig zu zähmen. So ein kleiner Hinweis zu den Fruchthamstern. Okay, gesammelt habe ich alles, aber hier müsste doch mal irgendwo ein Mob sein. Ach so, es gibt ja noch ein drittes Gebiet, alles klar. Okay, hier müssen wir aber nicht mehr sammeln. Okay, I think we have the advantage. And there. You're too slow.
Okay, jetzt haben wir die besiegt. Ja, dann machen wir die beiden auch nochmal eben. Der Tag ist eh schon angebrochen. So, dann sind wir alle Level 15. Mal gucken, ob Regina hier noch was zu sagen hat. Sie hat uns nur gesagt, dass sie hier gut Gegenstände finden kann, aber hier will ich ja gar nichts haben. Jetzt müssen wir auch nach Riesengang zurück. Jetzt waren wir ungefähr einen Monat weg aus diesem Ort hier. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ranun arbeitet auch hier. Ja, so ein Wandermusiker halt, der Ranun. Und er sieht das gesamte Land als seinen Arbeitsplatz an.
Ja, ich könnte ihm stundenlang zuhören. Du doch hoffentlich auch, oder? Nee, offensichtlich hört er von selbst nicht auf zu spielen. Ich werde jetzt mal X drücken. Und dann abspeichern. Das war doch ein schöner Ausklang mit der Dudelsackmusik. Ich hätte mir ja lieber einen Gitarrespieler gewünscht, aber tja, was willst du machen? Gut, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich würde mich jedenfalls freuen. Bis dann. Tschüss.